Die Ballsaison hat einen weiteren Höhepunkt. Im neu errichteten Stadtsaal von Ebenfurt wurde getanzt, gefeiert und viel gelacht. Eine große Tombola rundete den gelungenen Abend ab. Ich bin sehr zufrieden, man kann sich nichts Besseres wünschen. Der Ball ausverkauft mit knapp 300 Gästen, ein neu renovierter Stadtsaal, die Tombola-Preise knapp über 200, ich bin wunschlos glücklich. Ich bin sehr zufrieden, der Stadtball war immer ein Ball, der die Leute angelockt hat. Für diesen Stadtball war es etwas Besonderes, weil wir seit gut zwei Wochen am Gemeindeamt, wo ganz einfach nachgefragt wird, um Platzkarten zu kaufen, müssen wir schon seit zwei Wochen sagen, es ist leider Gottes ausverkauft. Mit dem Zusatz, wenn jemand krank wird, dürfen wir sie dann verständigen. Das heißt, wir sind bis auf den letzten Platz restlos ausverkauft. Es ist eine sehr schöne Veranstaltung. Die Leute nehmen den Stadtsaal, den neu gebauten, sehr gut an. Der Sektbar im Erdbeerzimmer ist alles voll, es wird sich gut unterhalten. Wir haben die Tanzschule Hoffmann-Bolz hier, die wir eine wunderschöne Polonaise wieder mit eingebracht hat. Wir haben Taxitänzer hier. Für die Männer, die nicht gern tanzen, mit jungen, verlockenden Mädchen, die sie zum Tanz auffordern. Und die Damen, die gern tanzen, die sind ebenfalls von den Taxitänzern, von jungen Männern bestens zusätzlich bedient. War sicher einiges zu erledigen. Was habt ihr euch denn alles heuer einfallen lassen? Ja, wir haben heuer erstmalig Taxitänzer organisiert. Ist sehr gut angekommen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, super. Das ist vor allem für die Leute, die halt mit Partner da sind, die etwas weniger tanzen. Kommt super an. Und wir haben erstmalig die Tombola auf Sofortpreise organisiert, damit die Tombola insgesamt nicht so lange dauert, die Haupttombola.